Wir befinden uns hier in der Innenstadt von Kirchheim, Sonnen-Metzgerstraße. Wir sind alarmiert worden zu einem Gebäudebrand in die Sonnenstraße. Auf der Anfahrt haben wir schon über die Feuerwehrleitstelle mitbekommen, dass mehrere Notrufe eingegangen sind. Es hieß Personen am und im Gebäude, Personen drohen zu springen. Daraufhin haben wir sofort die Alarmerhöhung eingeleitet. Das heißt, die Gesamtfeuerwehr Kirchheim alarmiert, plus einer zusätzlichen Drehleiter von den Kollegen von Weilheim. Beim Eintreffen der Feuerwehr haben wir zwei schwerverletzte Personen festgestellt, die erst versorgt worden sind über die Feuerwehr und im Rettungsdienst. Zum gleichen Zeitpunkt sind mehrere Trupps massiv unter Atemschutz ins Gebäude reingegangen und haben versucht, eine Innenbrandbekämpfung vorzunehmen, sowie zwei Drehleitern gestellt, um eine Riegelstellung für die Außengebäude vorzunehmen, da die Gefahr bestand, dass eine Brandausbreitung auf die außenliegenden Gebäude stattfindet. Genau aus diesem Grund haben wir dann die Gesamtfeuerwehr Kirchheim alarmiert mit allen gebündelten Kräften, wo wir zur Einsatzstelle bringen konnten. Und wir haben im ersten Moment die Räumlichkeiten abgesucht, ob noch weitere Personen drin sind, dass wir das ausschließen können. Und dann haben wir uns massiv auf die Brandbekämpfung sowie auch auf die Riegelstellung der nebenstehenden Gebäude konzentriert, was uns sehr gut gelungen ist. Wir konnten alle außenstehenden Gebäude halten und es hat kein übergreifender Flammen stattgefunden. Laut Aussagen, wie wir sie bekommen haben, die Personen waren schon auf dem Boden gelegen, schwer verletzt, aber die müssen an den Fenstern gehängt sein und von oben runtergesprungen sein. Wir können aber den Sachverhalt noch nicht genau klären, da ermittelt gerade noch die Kripo. Wir haben jetzt Spezialisten vom THW zur Einsatzstelle beordert, die die Lage beurteilen können, die Statik des Gebäudes entsprechend beurteilen und uns dann durchgeben, wie wir weiter innen drin vorgehen können. Es sind noch kleine Schwelbrände im Gebäude drin, die werden abgelöscht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir waren insgesamt mit 21 Fahrzeugen und 101 Einsatzkräften hier im Einsatz, ebenso das DRK, die Polizei massiv aufgebot. Ja, und momentan sichten wir jetzt noch die Lage und räumen uns langsam mal die Einsatzstelle ein bisschen wieder zurück. Es waren mehrere Schaulustige vor Ort, wir konnten es aber relativ schnell eindämmen. Wir haben die Einsatzstelle abgesperrt und für uns war es wichtig, dass keine Person zu Schaden kommt und auch niemand gefährdet wird. Deswegen haben wir auch gar nicht so weit die Person vorgelassen. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr noch 3-4 Stunden auch eventuell mit noch einer Brandwache an der Einsatzstelle sind. Wir müssen jetzt erstmal schauen, nachdem das THW dann das Gebäude entsprechend beurteilt, wie wir weiter vorgehen können, auch für die Aufräumarbeiten. Laut dem, was ich gehört habe, ist es ein denkmalgeschütztes Haus. Wie die weitere Vorgehensweise, aber von, jetzt sagen wir, von Seiten des THWs kann ich abschließend noch nicht beurteilen. Wir befinden uns hier in der Stadtmitte Kirchheim. Wir wurden zu einem Brand alarmiert. Es waren an mehreren Stellen hier in der Innenstadt von Kirchheim Verletzte, die bereits rettungsdienstlich versorgt wurden bei meinem Eintreffen. Insgesamt gab es 3 Verletzte. Es gab einen lebensbedrohlich Verletzten, einen Schwerverletzten, einen Leichtverletzten. Angeblich sollen 2 Personen von den Fenstern oder Balkonen gesprungen sein. Insgesamt waren 13 Kräfte vom Rettungsdienst plus das Team vom Rettungshubschrauber vor Ort. Der Rettungsdienst wird jetzt die Absicherung der Feuerwehr während den Nachlöscharbeiten übernehmen und dann einrücken. Auch Baudezernent, von dem her bietet es sich gerade an, weil die Frage, ist das Haus überhaupt noch standsicher, muss es abgerissen werden, die kann ich sicher auch mit klären. Also das ist das eine, wir hatten diesen großen Brand, leider sind 4 Parteien sind inzwischen obdachlos, die haben wir jetzt versorgt, bringen wir übers Wochenende im Hotel unter und schauen, wie wir die dann in den nächsten Wochen und Monaten dann mit Wohnungen versorgen können. Ich denke, wir kriegen die eine oder andere Sache relativ schnell geklärt. Wir haben ja einen großen Bestand an Wohnungen, die zwar voll sind aufgrund der aktuellen Situation, aber 1-2 für Notfälle haben wir dann immer offen. Ansonsten sind wir als Stadt natürlich sehr dankbar, dass die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren. Die konnten sich hier noch Schlimmeres verhindern. Wir haben schon eine ganz schwierige Situation dort. Also ich hoffe nur, dass die Verletzten sich auch schnell wieder genesen können, dass es also nicht irgendwas Schlimmeres oder Bleibendes ist. Und wie gesagt, diejenigen, die wir versorgen mussten, haben wir versorgt. Jetzt geht es dran, zu helfen, zu unterstützen, Unterlagen zu besorgen, um Recherche zu betreiben oder um noch irgendwo zu helfen. Nein, es war ein ganz normales Wohnhaus. Aber es haben natürlich Leute, die im Umfeld der Flüchtlinge hierher gekommen sind, drin gewohnt haben. Also das ist ein Eigentümer, der hat mehrere Immobilien bei uns in der Stadt und hat es frei vermietet. Ich habe das heute Morgen, haben wir natürlich gehört, wie die Feuerwehr fährt und so weiter, wir haben so ein Fenster rausgeguckt und haben in der Heidenschaft gesehen, da brennt es in der Heidenschaft. Und das ist natürlich ein Gebiet, das uns sehr interessiert. Ich bin auch aktiv in dem Bereich, gell? Und musste unbedingt wissen, wo es jetzt brennt. Ich habe im ersten Augenblick gedacht, wird doch nicht drei König sein und bin dann sehr schnell hierher gelaufen und beobachte jetzt, dass es zumindest kein historisch interessantes Gebäude ist. Gell? Das wäre ja ein riesiger Verlust für die Altstadt Kirchheim. Ich bin in der Initiative Historisches Kirchheim.
Wir beschäftigen uns intensiv mit der Kirchheimer Altstadt. Und deswegen interessiert mich natürlich sowieso sofort, welcher Schaden da entsteht, wenn so ein Brand da zu sehen ist. Gell?